begeistert mich immer wieder, wenn ich beim Bibellesen an bestimmte Aussagen in der Bibel komme. Kürzlich habe ich gelesen diesen Satz, der mich immer wieder anfacht. Da steht: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das ist etwas, was wirklich in mir dieses Verlangen ganz neu entzündet. So möchte ich werden. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes, der den ganzen Willen Gottes tun wird, der für Gott verfügbar ist, der sich ausstreckt nach den Plänen, die Gott hat, nach den Dimensionen des Reiches Gottes, hineinzuarbeiten, hineinzudrücken, hineinzuglauben und nicht aufzugeben, in dem Ausharren zu bleiben, über das das Neue Testament spricht. Von David wird gesagt, dass er solch ein Mann gewesen ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber schauen wir in Davids Leben, da sehen wir nicht gleich, dass er in seiner Bestimmung immer gleich vorwärts ging, immer aufstrebend, sondern es war so, dass er ja gesalbt war und dennoch nicht am Königshof regiert hat gleich, sondern auf der Weide war. Er war herausgefordert in Kämpfen, er war herausgefordert, mit Tieren zu kämpfen, mit Menschen zu kämpfen. Es waren immer wieder Kampfsituationen da und wir lesen auch von der Schwäche Davids, als er in Sünde fiel. Wir lesen von Momenten der Buße und der Wiederherstellung. Aber das, was mich darin beeindruckt und was ihn wahrscheinlich und letztendlich zu dem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat, war, dass er nicht alles hingeschmissen hat, als sich seine Bestimmung nicht gleich aufgeblättert hat. Er hat nicht gesagt, also das reicht mir jetzt. Saul verfolgt mich ohne Ende, ich bin in Bedrängnis und das ist nicht das, was ich wollte, das ist nicht das, was ich geglaubt und gebetet habe, das ist nicht das, was ich mir wünsche und langsam reicht es mir jetzt. Sondern er blieb im Gegenteil immer dicht an Gott dran. Er fragte immer: Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun in den Kampfsituationen? Wohin soll ich mich richten? Und selbst als er in Ziklag ankam und alles nur Asche und zu Ende gekommen war, gab er nicht auf, sondern stärkte sich in Gott. Er suchte immer wieder die Nähe Gottes, immer wieder die Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung wurde eine Herzensbeziehung, wurde etwas, was sein Herz verändert hat. Zu dem hin, dass Gott sagt: Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Mein Gebet ist es für dich, dass du diese Sehnsucht neu in dir entfachst, dass du neu darum betest, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden, nach seinem ganzen Willen zu streben, das einzubauen, was du von ihm empfängst, was der Heilige Geist dir sagt, dass du das tust und dass du wirklich hineinkommst in diese Dimension, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein und zu werden. Ich wünsche dir, dass du in dem erfährst, Gott hat mehr für dich.